Eine schwere Sturmflut hat in der Nacht auf Sonntag den Fischmarkt im Hamburger Stadtteil St. Pauli unter Wasser gesetzt. Der Scheitel sei gegen 0.17 Uhr mit 2,84 Metern über dem mittleren Hochwasser erreicht worden, sagt eine Sprecherin des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie am Sonntagmorgen. Nun geht das Hochwasser wieder zurück. Das BSA hatte in Hamburg mit Wasserständen von bis zu 3 Metern über dem mittleren Hochwasser gerechnet. Wie ein Fotograf berichtet, zog es hunderte Schaulustige zum Fischmarkt. Durch die Überflutung wurden nach Angaben der Polizei mehrere Autos beschädigt. In der Nacht auf Sonntag gab es nach Angaben des BSH auch an anderen Küstenabschnitten eine Sturmflut. Zwar nicht überall so schwer wie in Hamburg, sagt die Sprecherin, aber es sei die gesamte deutsche Nordseeküste betroffen gewesen. In Bremerhaven habe der Scheitelwert zum Beispiel bei 2,14 Metern über dem mittleren Hochwasser gelegen. An der Nordseeküste spricht man übrigens von einer Sturmflut, wenn das Hochwasser mindestens 1,5 Meter höher als normalerweise aufläuft. Von einer schweren oder sehr schweren Sturmflut wird erst ab Werten von 2,5 bzw. 3,5 Meter gesprochen.